Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Final Fantasy Breath Exvius. So, in dieser Episode machen wir weiter in der Storyline. Denn ihr wisst ja, wir brauchen ganz viele Kristalle, um immer die täglichen Beschwörungen zu beschwören. Und ich will ja jeden Tag so eine seltene Beschwörungskarte und 500 von diesen Teilen kaufen für 350 Lapis. Und dafür müssen wir halt immer fleißig Story machen, damit wir fleißig genug Kristalle bekommen, um uns das auch jeden Tag holen zu können. Das sind dann nämlich 2 Beschwörungen am Tag für die nächsten 2 Wochen. So, ich habe in letzter Zeit überhaupt kein Glück, was 4-Sterne-Beschwörungen angeht, ja. Das bedeutet, ich bekomme einfach die ganze Zeit irgendwelche bescheuerten 4-Sterne-Einheiten. Zum Beispiel habe ich eine weitere Refia bekommen, ja, dann kam tatsächlich ein goldener Kristall und dann kommt da eine Refia raus, ja, das ist komplett für den Hintern, weil wir schon eine haben, was sollen wir mit 2? Und außerdem halt immer Waren oder irgendwas völlig anderes, was wir überhaupt gar nicht brauchen. Also erst im vorletzten Event keine Tillith, im letzten Event keine Riku oder im Event, der sogar noch aktuell läuft, und jetzt auch noch keine Ash oder Rustler bis jetzt. Das ist ziemlich mies. Und wenn dann mal ein 4-Sterne-Kristall kommt, dann kriege ich die 5000. Shizuru, den 7000. Setzer und die 580000. Refia oder sowas. Oder noch schlimmer, 2x Gao hintereinander. Na gut, wir gehen auf jeden Fall jetzt in die Storyline und machen da weiter. Moment. Ich glaube, ich habe Rebirther noch gar nicht richtig ausgerüstet. Das machen wir zuerst. So, tauschen wir sie mal ganz kurz aus. Gegen den hier, gegen diesen Wahn. Der ist zwar ordentlich perfekt, aber er ist, glaube ich, ausgerüstet. Das reicht erstmal. Und dann gehen wir in die Welt. Haben halt mal Wahn mit dabei. Nachtsoldat. Und dann gehen wir hierhin zum Hangar. Lazarov! Ihr seid ein bisschen zu spät. Die Reparatur der Invincible ist schon lange abgeschlossen. Ja und? Wie? Du glaubst doch wohl nicht, dass wir dich lebend an Bord gehen lassen. Oho, ganz schön große Worte. Siehst du nicht die ganzen Monster vor dir? Die sehen aus wie Soldaten. Du bist wirklich ein Narr, aber ich denke, das sind irgendwelche Zombies, deswegen können es auch Monster sein. Das Kompliment gebe ich direkt zurück. Du müsstest uns mittlerweile oft genug kämpfen gesehen haben. Also, wenn die kämpfen, bedeutet, dass sie beschwören Visionen, die dann wiederum kämpfen. Und trotzdem glaubst du, dass du so eine Handvoll Viecher, dass so eine Handvoll Viecher uns was anhaben kann? Ja, das wird wieder so eine Story-Folge, in der es alle zwei, nach jedem Kampf einen Story-Abschnitt gibt. Füge dem Gegner Blitzschaden zu, der Rest ist kein Problem. Also insgesamt kein Problem. Wir scrollen mal durch und schauen mal, ob da jemand Neues ist, den wir mitnehmen können. Da ist jetzt niemand Großartiges. Amelia wäre ganz cool. Ich würde mal sagen, wir nehmen mit ja komm, wir nehmen hier Jackie mit. Und dann brechen wir auf. Okay, dann wollen wir mal. Wir machen Triple Jackpot kombiniert mit göttliche Zerstörung. Ist eigentlich ein totaler Overkill gerade.
Aber naja. Ja, ich bin noch dabei, Wahn zu leveln. Ich habe ja diese Episode die letzten zwei am selben Tag aufgenommen. Also nicht wundern. Ich prügel uns mal ganz schnell hier durch. Ich brauche ja nicht viel zu Orlando sagen. Außer, dass er einfach extrem mächtig ist. Hier, ne? Einfach ein roter Proc. Und da seht ihr den Schaden. Also fast 200.000 pro Treffer. Und das sind 7 Treffer. Also fast 1.400.000 Schaden. Das ist schon super. Und das war doch nicht mal gechained oder sowas in der Richtung. Dann machen wir das hier. Schwertkampf Raiden. So, Kampf 4 von 4 und auch die prügeln wir ganz einfach weg mit Triple Jackpot und dann greifen wir noch ein paar Mal an. Ich glaube, wir mussten die auch gar nicht machen, oder? Oder hätte ich irgendwas, ich hätte Blitzschaden machen sollen, ne? Pass mal auf. Ja, genau, Füßern geht ein Blitzschaden zu. Mist. Na gut, mache ich das wieder offscreen. Ihr wisst ja, wie es läuft. Vor lauter Gegner verprügeln, vergisst man das schon mal. Ich glaube, sein Limit macht doch keinen Blitzschaden. Aber ist ja nicht schlimm. Und wenn es an 10 Lapis hängt, weiß ich, was ich machen muss. Ich habe ja noch einiges, was ich offscreen machen wollte. Genauso wie, wie der Kampf gegen Odin. Ja, da habe ich auch noch ein bisschen was offscreen zu machen. Das mache ich dann. Ach ne, hier. Guck mal, es hat doch als Blitzschaden gezählt. Das ist ja cool. So, perfekt, haben wir alles gemacht, sehr schön. Donnergott Sith hat uns gerettet. Versammlung der Bestien. Benutze schwarze Magie, der Rest ist sowieso kein Problem. Machen wir gerne. Ich scroll mal hier durch. Nach unten. Ja, sowas zum Beispiel. Ne? Ich will immer Orlando haben, die ich anfrage für die Freundesliste. Ich könnte aber auch hier einfach mal... Ja, hier, ich nehme Antimates Tidus mit. Und dann brechen wir auf. Also wenn Vaan Level 100 ist, lernt er einen super Chain-Skill, den man wunderbar mit Tidus chainen kann. Allerdings muss ich Vaan jetzt mal auf 100 bringen. Ich wollte es eigentlich nie machen, ich mache das jetzt bloß wegen dem Event. Sonst hat er auch nichts Besonderes hier. Er kann ja mal das da machen. So. Und dann machen wir erstmal Schwarzmagie, dass ich nicht vergesse. Blitzgar auf alle, zack. Und Tidus ist sowieso eine coole Socke, wisst ihr was? Wir können ja mal Energieregen machen. Hier so, zack. Und ich würde sagen, wir machen es einfach die ganze Zeit jetzt. Wir haben ja schon alles gemacht. Also machen wir Triple Jackpot. Nein, Mensch. Triple Jackpot. So, die Leute greifen alle an und hier machen sie einfach Energieregen. Da, ne, mit Kette über 200.000 gerade pro Proc, 232. Es ist zwar random, es ist glückabhängig, ob man diesen 10% roten Proc kriegt, aber wenn man ihn kriegt, lohnt sich's richtig. Und man macht auch kein Minus, wenn man den nicht kriegt, weil auch die gelb- und orangenen Procs, selbst der standard-weiße Procs, sind stark genug. So, machen wir ein paar Limits. Hier machen wir einfach mal Blitzass. Bei dem da oben machen wir Jackpot-Shots. Perfekt.
gibt auch viele Erfahrungspunkte, das heißt, wir nähern uns schnell wieder einem Level ab, das ist super klasse. So, weiter geht's. Ja, also selbst wenn wir die ganzen 4 Sterneinheiten nicht bekommen, wie Tillith, wie Ash, wie Riku, ich hab Ace, ich bin ultra glücklich und wir haben den momentan besten Dragoon und auch für lange Zeit einen der besten Dragoons, nämlich Rebirtha, einen superklasse physischen Damage-Dealer, der wunderbar auf sich selbst aufpassen kann. Ich bin glücklich auf jeden Fall, das kann ich euch sagen. Keine Magie in 3-mal Limit-Rausch kriegen wir auch hin. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig über das, was wir gekriegt haben. Ja, ich will ja nicht undankbar klingen oder undankbar sein oder so, ne, wisst ihr? Ich bin auf jeden Fall glücklich über das, was wir haben. Es ist einfach nur so, dass mir es aufgefallen ist, dass wir momentan tatsächlich kommen. Da was, wir nehmen Lunas Terra mit. Es ist nur so, dass mir aufgefallen ist, dass ich tatsächlich auffallend wenig von den 4 Sterne Banner-Einheiten kriege. Ja, von 5 Sterne brauchen wir gar nicht erst reden. 3 Sterne läuft noch ganz gut, aber alles andere ist auffallend wenig. Wir machen hier Chaoswelle und hier Triple Jackpot. Und das war's dann auch schon. Der Rest greift einfach nochmal an. Wir dürfen ja keine Magie benutzen, sollen aber Limits benutzen, 3 Stück. Und viele Treffer laden viel Limit auf. Ich greife am besten mal physisch an, wir können ein paar Treffer wegstecken. So, ne, hier kann ich Jackpot-Shot draufhauen, das war dann schon mal der erste Limit. Sehr schön, 336.000. Ja, Jackpot-Shot ist, glaube ich, aktuell auf Level 13 von 25. Also, das ist, hat nur 50% von der Stärke, die es noch erreichen kann. Es wird noch stärker. So, wir greifen wieder hier nochmal an. Ace Limit ist wieder voll, das heißt, wir setzen den gleich ein, so, Jackpot Shot. Und dann greifen wir noch normal an mit unseren Einheiten, um gleich wieder Limit-Kristalle zu generieren, obwohl der Gegner jetzt stirbt. Sehr gut, da haben wir Lunas Limit voll und da haben wir auch 3 Limits gemacht in dem Kampf, das ist dann perfekt. Kann ich vielleicht noch Ace-Limit füllen? Ich habe alle Limits gefüllt, nur nicht den von Ace. Na gut, wir machen mal hier Tumult-Schwert-Trance. Und das war's dann für den Gegner, denke ich. Jawohl. Komm, wir chainen es noch ein bisschen. Ich finde den Angriff, den Limit von Trance-Terra sau cool, Tumult-Schwert. Ich mag Trance-Terra, ja. Ich würde mich auch freuen, wenn ich eine Trance-Terra kriegen würde. Irgendwann mal. Aber keine Sorge, wir kriegen ja Ende des Monats nochmal ein 10+1 Ticket. Das heißt, auch da haben wir die Möglichkeit, irgendwas Mächtiges zu kriegen. Ich bin mal gespannt, was wir dann dort bekommen. Finde ich ja super, dass es diese 10+1 Tickets gibt. Und ich bin sehr zufrieden mit den Einheiten, die ich habe. Ja, also die Einheiten sind echt super. Ihr seht ja, wir können alle Herausforderungen besiegen, die da sind. Darauf kommt es an. Wenn man ein paar seiner Lieblingseinheiten hat, macht es auch noch riesen Spaß. Ja, das ist ja das Wichtigste letztendlich. Hier, Flügel der Träume. Maximal 5 Leute ohne Kampf gegen Verbündete. Das kriegen wir hin. Wir nehmen einfach unsere eigenen 5 Leute mit, denke ich. Ja, nehmen wir unsere eigenen 5 Leute. So, und dann brechen wir mal auf. Also, viele Gegner bedeutet viel Triple Jackpotterisieren. Was haben wir hier beim Menü nochmal ganz kurz? Ah ja, okay, gut. Alles Pillepalle.
So, weiter geht's. Ja, der Grund, warum ich trotzdem meine Ash haben will, ist wegen ihrer wahren Treue. Ich würde die gerne Ace geben. Nicht, dass ich die unbedingt brauche, aber sie wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Denn mehr Mana, mehr Magieangriffskraft und 50% Lichtresistenz sind super für ihn. Unmöglich! Wie konntet ihr so viele Monster überleben? Das Spiel ist aus, Lazarov. Tja, ich habe immer noch ein Ass im Ärmel. Even! Even! Halt sie hin! Ein paar Minuten reichen schon. Gut. Bei diesem Exemplar habe ich lediglich eine Gehirnwäsche vorgenommen. Sein Körper ist noch völlig normal, natürlich. Es sollte also kein Problem für euch sein, ihn zu erledigen. Die Frage ist natürlich, seid ihr dazu bereit? Würdet ihr einfach den Bruder einer Freundin töten? Verflucht! Lazarov entkommt uns! Even! Ihr werdet Lazarov in Ruhe lassen. Geld! Ich brauche einzig und alleine Geld! Oh shit! Wir kämpfen gegen... Even! Macht euch nicht wegen meiner physischen Form über mich lustig! Bruder, bitte! Komm zurück zu uns! Bin schon da! Ich werde alles tun, um an noch mehr Geld zu kommen! Er bedroht mit einem Messer. Oh mein Gott! Okay, was machen wir? Wir sollen es ja nicht immer lustig machen wegen seiner physischen Form. Ich mach mal hier Jocker. Und dann mache ich mal hier, das Licht ist mit uns. Dann mache ich mal hier... Sie kann eigentlich gar nichts machen momentan. Machen wir mal hier... Magiebefehl auf ihn. So, zack. Und dann machen wir einfach mal... Achso, habe ich ja schon gemacht. Hier, ne? Machen wir alles Brecher auf den Gegner. Geht das? Kann ich den brechen? Alles Brecher, so. Ja, perfekt. Und jetzt gibt's Joker! Okay, der war jetzt nicht so mega stark. Aber es kann ja sein, dass da noch was kommt. Bin mir nicht sicher. Erst wenn wir die 100 Bonus-Lapis in den Händen halten, bin ich mir sicher, dass wir es geschafft haben. Abschnitt beendet. 100 Bonus-Lapis. Okay, ich bin mir sicher, dass wir es geschafft haben. Kann aber immer noch Story kommen. Auch das haben wir komplett geschafft. 50 Lapis. Damit haben wir auch die 350 zusammen, die wir noch einfach eine weitere Beschwörung brauchen. Ach, noch nicht. Das war's noch nicht. Bleib zurück. Ich kümmere mich selbst um meinen Bruder. Lit. Wartet! Das überlassen wir besser Lit. Ja, nur seine Schwester kann ihm jetzt helfen. Even! Even, bitte, mach die Augen auf! Ich... Oh, Geld! Ich brauche Geld! Wenn das so ist,
Brauchst du wirklich so dringend Geld? Also dann, töte mich. Töte mich und Lazarov bezahlt dir vielleicht eine Prämie. Los, mach schon. Geld. Geld. Für Lit. Ich brauche Geld für Lit. Hä? Was soll das heißen? Das Budget wurde gekürzt. Lit. Wir brauchen Kriegsschiffe. Wenn du keine Resultate lieferst, bleibt uns leider keine andere Wahl. Wenn Luftschiffe in Serie produziert werden könnten, würde die Welt viel mehr zusammenwachsen. Die Menschen würden sich viel besser verstehen. Kriegsschiffe würden völlig überflüssig. Reine Traumtänzerei. Das Einzige, was der Magier in Serie produzieren will, sind kampftaugliche Kriegsschiffe. Soldat hat angedeutet, dass es dafür jeden Preis bezahlen würde. Wenn du nicht lieferst, fliegst du raus. Niemand ist unersetzlich. Aber mein Bruder und ich sind die besten Ingenieure auf der ganzen Welt. Wenn ihr glaubt, ihr könnt uns ersetzen, bitte, versucht es ruhig. Wegen der Sache von vorhin. Du bist also Even. Ihr seid gefeuert. Ganz gleich, wie genial ihr beiden sein mögt. Wenn ihr keine Anweisung befolgen könnt, seid ihr für uns nutzlos. Ich befolge aber die Anweisungen. Bitte? Ich befolge sie unter zwei Bedingungen. Erstens will ich das doppelte Gehalt. Bescheiden bist du ja nicht gerade. Und die zweite Bedingung? Ich akzeptiere, dass Lit gefeuert ist. Aber ich will, dass sie Erlaubnis erhält, sich frei hier in der Fabrik zu bewegen und ihre Forschungsarbeiten fortzusetzen. Völlig aberwitzig. So eine Forschung verstößt gegen alle Vorschriften. Deine Kooperation wäre allerdings eine Ausnahme wert. Ich kläre das mit meinen Vorgesetzten. So war das also. Er hat das alles nur für Lit getan. Ich brauche Geld. Geld für das Luftschiff. Warum baue ich Kriegsschiffe? Für Geld. Damit Lit irgendwann ihr eigenes Luftschiff. Even, das war also der Grund? Der Effekt der Gehirnwäsche scheint allmählich nachzulassen. Aber warum? Hast du nie mit mir darüber gesprochen? Wenn ich es dir erzählt hätte, hättest dann nicht du angefangen, Kriegsschiffe zu bauen. Das war's. Für mich. Aber was habe ich erreicht? Anstatt dir zu helfen, habe ich mit der Invincible so viele Menschen ins Unglück gestürzt. Verzeih mir nicht. Ich bezahle mit meinem Leben. Even! Jake! Warum? Dein Tod macht deine Sünden nicht ungeschehen. Aber wenn du lebst, kannst du vielleicht etwas ändern. Etwas ändern? Jake, danke. Gern geschehen. Alles für meine liebste Lit. Ach du, Trottel. Was ist das? Diese Vibration. Das sind die Motoren der Invincible. Genau, Even kennt seinen Vibrator in- und auswendig. Die Vibration dieses Luftschiffs in- und auswendig. Das heißt, Lazarov hat das Schiff erreicht. Was machen wir jetzt?
Was sollen wir noch groß machen? Sobald das Schiff in der Luft ist, sind wir geliefert. Tja, dann hüpft schnell an Bord. Wir haben doch eine Chance. Folgt mir. Hier ist es. Even, dieses Luftschiff. Ach, was für eine schöne Musik! Die Enterprise, natürlich heißt die Enterprise. Warum eigentlich nicht? Invincible, Enterprise, High Wind, das sind alles solche typischen Namen. Das habe ich gar nicht vorgelesen, Mist. Sie wurde nie fertiggestellt, weil ich den Energieverbrauch einfach nicht in den Griff bekommen habe. Aber sie ist trotzdem flugtauglichen Zustand. Ich würde sogar sagen, dass sie an Geschwindigkeit der Invincible in nichts nachsteht. Also dann, los! Ich gehe ans Steuer! Even, vielen Dank! Und so erheben wir uns in die Luft und folgen der Invincible mit der Enterprise. Wie es aussieht, haben wir sogar angedockt. Also haben wir wohl die Invincible eingeholt. Und als nächstes haben wir vor uns irgendwo über dem Meer, an der Küste, unbesiegbares Außeres oder Äußeres. Als Invincible heißt der unbesiegbar. Und die hätten die Invincible als Eigenname stehen lassen sollen, haben es aber Unbesiegbares genannt, aber ihr wisst ja, ne, das bedeutet eigentlich Invincible. Was wir jetzt machen ist, hier reingehen und dann sämtliche Kristalle holen. Dann machen wir noch eine Beschwörung zum Abschluss dieser Folge. Wir werden jetzt jeden Tag immer eine Beschwörung gemeinsam machen, wenn ich denn hier, ne, alles geholt habe an Kristallen und so weiter. So, wir gehen hier oben rein. Und da seht ihr das dann, das hier, ne? Das will ich jeden Tag kaufen für die Karte. Und man könnte Beschwörungskarten sparen. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich sie heute benutzen soll, weil ich ja heute nicht so viel Glück hatte. Aber ich mache es trotzdem für euch, mit euch gemeinsam. Final Fantasy 12 Beschwörung. Entschuldigung. Wir müssen erst einmal das Ding aus dem Postfach holen. Manchmal muss man es machen, manchmal nicht. Holen wir alles hier. Was ist das hier? Salgabas Bordkarte. Ah, 500 Staub. Interessant. Achso, genau. Stimmt. Ja. Kriegen wir immer. So, Beschwörung. Dann hier rein. Und dann das da. Und los geht's, Freunde. Es ist ein blauer Kristall. Und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Und es ist wieder Bartz, der 500.000. Bartz, wieder einmal. Ja, ich habe echt das Gefühl, dass es ziemlich
ziemlich komisch läuft momentan. Aber es ist Doppelhand. Wer weiß, wann man Doppelhand mal zweimal gebrauchen kann. Keine Ahnung. Ich werde auf jeden Fall hier die Episode beenden. Lasst meinen Daumen nach oben da, wenn sie euch gefallen hat. Wenn nicht, schreibt mir konstruktive Kritik. Dann mache ich zukünftig alles besser. Ansonsten danke ich mir herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr macht. Und in der nächsten Episode werden wir höchstwahrscheinlich die Merkalania bald machen. Vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.